Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie ganz recht herzlich zur Pressekonferenz anlässlich unseres heutigen Heimspiels am 15. Spieltag der Regionalliga West begrüßen. 2.905 Besucher in der Krefelder Rotenburg sahen den 1:0-Sieg unseres KFC Jüdingen gegen die U23 von Borussia Dortmund. Schnell noch die Ergebnisse von den anderen Plätzen der Regionalliga. Es wurde überall gespielt. 8 Spiele liefen parallel. Wiedenbrück schlägt Wuppertal 2:0. Gladbach 2 unterliegt dem SC Verl 0:3. Riedenheim unterliegt Rödinghausen mit 1:8. Wattenscheid verliert gegen Viktoria Köln 0:3. Winkberg-Wegen unterliegt Alemannia Aachen 1:2. Essen und Oberhausen trennen sich unentschieden 1:1. Bonn gewinnt gegen Arntebrück 3:0. Und die zweite Mannschaft des 1. FC Köln gewinnt gegen die zweite Mannschaft von Fortuna Düsseldorf 3:1. Bei mir jetzt die Trainer der beiden Mannschaften, die in der Rotenburg aufeinander getroffen sind. Zu meiner Linken Gästetrainer Jan Siebert, zu meiner Rechten Kfz-Trainer Michael Wiesinger. Herr Siebert, ich darf Sie dann zunächst um Ihren Kommentar zum heutigen Spiel bitten. Vielen Dank und hallo zusammen. Ich denke, die 2.905 Zuschauer haben ein tolles Spiel gesehen. Wobei ich denke, dass die Mannschaft, die einen tollen Fußball gezeigt hat, heute das Spiel leider nicht gewonnen hat. Ich glaube, wir haben alles versucht heute, um Böllingen auseinanderzuheben und haben uns da was überlegt, haben aber leider unsere Torchancen nicht genutzt. Und das ist auch so ein Moment, da kann man unheimlich stolz sein, wenn man als Kollege Michael dann, wenn er weiß, er hat einfach eine Abwehrstehen, die kann nichts zulässt, aber irgendwie geht dann trotzdem noch ein Ball rein. Und da glaube ich, dann zeugt das auch von Qualität und Erfahrung auf dem Moment. Deswegen darf ich meinen Kollegen beglückwünschen. Ich bin natürlich enttäuscht, dass wir die Situation nicht genutzt haben, unsere Torschussmöglichkeiten, dass wir den Ball nicht über die Linie gebracht haben. Das war, glaube ich, das Manko, weil ich kann meiner Mannschaft ansonsten keinen Vorwurf machen. Wir hätten da in der Phase, wo wir, glaube ich, auch nach der Halbzeit die Drangphase hatten, ein Tor machen müssen. Das haben wir nicht getan. Zweimal brechen wir den Flügel durch und der Rückraum ist, glaube ich, besetzt von Spielern und wir können dann einschießen, aber der Ball kommt halt dann nicht oder wird noch verhindert. Und ja, das ist dann schade. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht haben und ja, unglücklich verloren haben. Das Zweite, was ich sagen kann, ist die Tatsache, dass in der Phase, als der Schiedsrichter, glaube ich, relativ viele gelbe Karten gehandelt hat, hätte ich vielleicht früher reagieren können, auch insbesondere, dass Samuel Barthauré ein tolles Spiel gemacht hat, aber dann ja, gibt er ihm eine gelb-rote Karte, die ich nicht bewerten möchte, aber ich habe sie beobachtet und ja, da war ich natürlich sehr enttäuscht drüber. Hätte man vielleicht vorher runterziehen müssen, nachdem man gesehen hat, wie der Schiedsrichter auf den Moment drauf war und ja, das nächste Mal wissen wir das und nochmal dem Kollegen wünsche ich alles Gute und dem KFC. Wir sehen uns beim Rutschspiel in der Bodenerde. Dankeschön und alles Gute. Vielen Dank, Jan Siebert. Dann habe ich jetzt KFC-Trainer Michael Wiesinger um seinen Kommentar. Ja, Kollege hat viel vorweggenommen. Heute mal ein Gegner, der mehr Ballbesitz hatte wie wir. Ja, kam bis jetzt nicht so oft vor in der Liga. War für mich heute auch kein Problem, weil wir es im Vorfeld auch wussten. Wir haben uns auch darauf angestellt. Ich denke, wir haben eine Anfangsphase gebraucht, um zu verteidigen, um richtig zu verteidigen, auch ruhig zu verteidigen, trotzdem aggressiv zu sein. Ja, da haben wir natürlich schon gemerkt, dass es ein Gegner ist, der gerade im Ballbesitz viel Tempo hat, variabel ist, gut in die Halbräume kommt. Ja, das haben wir nicht gut zugekriegt. Wir haben uns dann stabilisiert im Laufe der ersten Halbzeit, hatten da plötzlich auch die eine oder andere Möglichkeit. Marcel Reich war mit dem Abroller, ja, da kannst du vielleicht auch in Führung gehen. Nach der Halbzeit hat mir nicht gefallen. Wir hatten eigentlich vorgehabt, genau da anzuknüpfen, gegen auch in der Defensivarbeit den Zahn zu ziehen. Da waren wir nicht gut. Haben wir im Halbraum bei uns vorne links den Ball verloren, Kontersituation. Das habe ich in der Halbzeit angesprochen. Das darfst du auf dem Niveau, wo wir uns festnageln wollen, das darf dir nicht passieren. Das haben sie gut ausgespielt. Da hatten wir Glück in der Phase. Glaube ich, 3 Torschüsse geblockt, wie auch immer. Wo wir einfach dann auch vielleicht das Glück des Tüchtigen hatten, würde ich jetzt mal sagen. Danach haben wir wieder zurückgefightet, danach haben wir wieder gemerkt, es geht auch was, ja, mit eigenen Umschaltaktionen. Und plötzlich war man zielstrebig, plötzlich war auch wieder der Glaube da, habe ich das Gefühl gehabt. Und was meine Mannschaft dann wegmarschiert, zurückgegeben gegen 10 Mann dann, ja, das war schon beachtlich. Und gerade in der letzten Phase hat man halt gemerkt, dass wir das Tor unbedingt wollten. Und dann haben wir es auch gemacht. Ein Tor, das du normal nie schießt, aber so ist es halt beim Fußball. Da gibst du in den letzten Wochen 100% ohne Ende. Und dann machst du einfach mal so ein Tor. Und das spricht auch meiner Meinung nach für den Charakter meiner Mannschaft. Sowas kommt im Fußball nicht von ungefähr. Bin ich fest davon überzeugt. Trotzdem kann ich das halt gut einordnen. Das ist eine Mannschaft, die qualitativ uns fußballerisch überlegen war. Die halt, ja,
die halt im letzten Drittel nicht diese letzte Qualität am Tag bringt. Ja. Und das war vielleicht dann auch heute unser Glück. Aber nochmal Kompliment an meine Truppe, so ein Spiel, wenn du gewinnst, dann wirst du dich oben festbeißen. Also so das Auftreten in den letzten Minuten, glaube ich, das war schon sehr ordentlich. Du musst natürlich das 2-0 da machen, von Flo Rütter die Chance. Aber mittlerweile bin ich gestellt in meiner Nervenstärke, also von daher bleibe ich cool, weil ich weiß, meine Mannschaft kann so ein 1-0 über die Zeit pfeifen. Aber es ist schon, muss ich sagen, das kostet schon Kraft. Aber okay, nichtsdestotrotz haben wir schwierige Wochen vor uns. Für mich heute der beste Gegner, habe ich schon am Anfang gesagt. Ich habe viele Dortmund-Spiele gesehen. Ja, auch irgendwie mit Standards sehr, sehr abgewichst. Ja, einen guten Plan auf dem Platz, gute Jungs. Also von daher bin ich halt schon heilfroh, dass wir das Spiel gewonnen haben. Kollegen wünsche ich auch alles Gute. War ein guter Austausch hier trotz der Intensität des Spiels und wünsche ich auch alles Gute und freue mich auch auf das Rückspiel. Vielen Dank, Michael Wiesinger. Gibt es noch Fragen von Seiten der Presse? Hallo. Herr Wiesinger, vielleicht noch ein Satz zu Marcel Reichwein noch einmal, der wieder ein wichtiges Tor gemacht hat. Die Frage nach Marcel Reichwein, der ein wichtiges Tor gemacht hat, was der Wiesinger da so zu sagt. Ja, ich glaube, zu dem Thema, was soll ich da jetzt sagen? Er hat heute das gemacht, was er machen soll. Er sollte das Spiel entscheiden und dafür brauchen wir den Reiche. Ich fand, er hatte heute eine gute Körpersprache auf dem Platz. Auch da, ja, sage ich ihm immer, es ist wichtig, dass du vorne weggehst, dass du die Erfahrung reinbringst und dann wirst du auch belohnt werden. Und so war es halt heute. Ich habe es ja gerade gesagt, so ein Tor schießt er wahrscheinlich kein zweites Mal. Aber heute habe ich mich auch für ihn gefreut. Er hatte eine gute Körpersprache, guter Einsatz. Also von daher kann man es ihm halt gönnen. Gibt es noch weitere Fragen? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann darf ich mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken, unseren Gästen aus Dortmund. Alles Gute für den weiteren Saisonverlauf. Ja, wir freuen uns auf das Spiel in Wuppertal am 4.11. hoffentlich mit viel Unterstützung der KFC-Fans und treffen uns hier wieder am Freitag, 10. November, 19.30 Uhr, dann zu Gast der SC Wiedenbrück. Bis dahin, schönes Wochenende noch. Tschüss, sagt Ihr und Euer KFC Jüdingen.